die Sächsische Zeitung. Immer wieder beschert sie uns wahre Perlen des Journalismus. Na, besser als gar nicht, wenn ich überlege, wann du mir zuletzt Perlen beschert hast. Ach bitte, du bist doch ohne Perlen hübsch. Das hier ist interessant, hier. Andrea Schade befasst sich mit den Ursachen der Unzufriedenheit als Sachsen und schreibt, wenn 2/3 der Meinung sind, der Mehrheitswille müsse stärker berücksichtigt werden als Minderheitenrechte, ist das Ausdruck antidemokratischer Einstellung. Wenn der Wille der Mehrheit stärker berücksichtigt werden muss als die Rechte von Minderheiten, ist das antidemokratisch? Ich dachte immer, eine Demokratie bestimmt die Mehrheit und die Mehrheit bestimmt die Rechte der Minderheiten. Und das ist jetzt antidemokratisch? Nennt sich Orwellsche Umkehr. Interessant ist es auch, wenn die Leute gleichzeitig mit Plakaten rumlaufen, Hass ist keine Meinung und alle hassen Nazis. Aber darüber seien sich doch alle einig. Die Regierung, die Zeitung, das Radio und der Fernseher. Man muss aufstehen gegen rechts. Und ich dachte immer, wir wären ein Rechtsstaat. Wenn sich alle einig seien und ständig wortwörtlich das Gleiche runterleiern, sollte man sich einig sein, dass da wieder mal was nicht stimmt. Da steht jemanden das Wasser bis zum Halse, weil die meisten so ein Hals haben. Da, unter meinem Halse steht's. Schnauze voll, der frühere Rektor der TU Bergakademie Freiberg, Mathematikprofessor Dietrich Steuern, hat starke Zweifel an der bislang wichtigsten Studie zum Ausbruchsort des Coronavirus. Die Studie sei in ihrem statistischen Teil eklatant falsch, wo doch der Virus auf einem Viehmarkt in Wuhan ausgebrochen sein soll. Wenn geheime Biolabore neuerdings Viechermarkt heißen, dann ist es so. Ja, in sicken Laboren waren Virenviecher gezüchtet und gehandelt. Könnte man also so nennen. Und Sachsen rüstet sich für die nächste Pandemie mit den bewährten, psychologisch, politisch wirkungsvollen Staubschutzmasken. 1,4 Millionen lagern, Bale ist das Verfallsdatum erreicht. Da werden sie gegen neue ausgetauscht. Kostet ja nichts. Und das nächste Mal wird sich nicht vor der Maske gedrückt, mein Freund. Da kennt der Rechtsstaat keine Gnade. Ein Kommandoführer im Personenschutz beim LKA, der wollte auch keine Maske tragen, ging zum Arzt, holte sich ein Attest. Dafür soll er nur 4.000 Euro Strafe zahlen. Für einen Arztbesuch? Tja, er war dummerweise beim falschen Arzt. Reichsbürgerin Bianca W. aus Moritzburg. Nur ja, freilich, und da stand wahrscheinlich auch am Praxisschild Dr. Bianca W., praktizierende Reichsbürgerin. So eine Hexenjagd. Und echte Kriminelle, die laufen fröhlich frei draußen rum, weil die Justiz überlastet ist und sie nicht verknacken kann. Ja, wenn die heiligen Schutzmaßnahmen angegriffen werden, kennt der Rechtsstaat keine Gnade. Ein linkes Ding mit dem Rechtsstaat. Ich glaube, ich bin auch gegen Rechts. Schönes Wochenende in diesem Sinne. Ja, macht's gut, Leute. Sonnenuntergang, Sturm.